Danke meinem Publikum hier in Hagen für diesen reizenden Empfang. Es ist ein Heimspiel. Vielen Dank. Und ich möchte nicht vergessen, unsere angeschlossenen Sendeanstalten zu begrüßen. Wir sind heute Abend direkt übertragen in Österreich. Liebe Österreicher, herzliche Grüße. Und dasselbe gilt für die Schweiz. Auch die Schweiz überträgt direkt. Und manchmal kriege ich dann immer böse Briefe. Da steht dann drin, guck mal, wir wohnen in Luxemburg und uns grüßt du nie. Und wir wohnen in Belgien und gucken auch über die Grenze. Und wir wohnen in Dänemark und gucken uns auch Wetten, dass an. Also der Ordnung halber, das Schweizer Fernsehen und das österreichische Fernsehen ist Mitveranstalter bei dieser Chose hier. Und die anderen Anstalten nicht. Und wenn wir da natürlich ein paar Zuschauer haben, die zugucken, freuen wir uns. Die sind jetzt pauschal alle ganz herzlich begrüßt. Und zwar aus einer Stadt, die im Mittelpunkt der Bundesrepublik liegt. Das habe ich nämlich nachgeguckt. Und zwar ist es der Verkehrsknotenmittelpunkt. Das Wort habe ich 3 Minuten lang geübt. Hier aus Hagen sind Sie alle ganz herzlich begrüßt. Alle Zaungäste. Okay? Ich möchte heute etwas schneller mit dem Wetten beginnen, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe so reizende, lustige, nette Gäste. Wenn ich am Anfang zu lange rede, dann verpassen wir sicher ein paar Gags. Deswegen fangen wir sofort an. Wir haben einen Sondergast hier zu Besuch bekommen aus der Schweiz, aus Basel. Und das ist so eine Art Extra-Wette, die ich mit ihr halte. Ich begrüße außer Konkurrenz Heidi von Arx. Guten Abend, liebe Heidi von Arx. Und nun, liebe Zuschauer zu Hause, fragen Sie sich, was hat er denn mit der Heidi vor? In Wirklichkeit hat die Heidi etwas mit mir vor. Sie wird mir nämlich heute Abend während der Sendung einen Pullover stricken. Heidi, schaffen Sie das wirklich? Ja, das schaffe ich bestimmt. Wie können Sie so schnell stricken? Sind Sie eine Kunststrickerin? Ja, Kunst, ich bin einfach gewöhnt, schnell zu stricken, Kunststricken. Haben Sie das auch gestrickt, was Sie hier anhaben? Ja, das habe ich selber entworfen. Darf ich das mal zeigen? Ganz kurz, nur mal eine kleine Runde hier für unser Publikum. Selbst entworfen, selbst gestrickt. Heidi wird also versuchen, heute Abend einen Pullover für mich zu stricken. Und wenn das nicht klappt, dann kriegen wir uns in die Wolle, wir zwei. Ja? Und wenn es klappt, dann ziehe ich den zum Schluss an und mache den Schluss der Sendung in Ihrem Pullover, Heidi. Einverstanden? Zeigen Sie uns schnell noch die Wolle, damit unsere Hausfrauen zu Hause, die was vom Stricken verstehen, auch die Männer, stricken soll ja modern geworden sein. Das sind keine Seile. Das sind keine Seile. Das ist ein verhältnismäßig dünner Faden, der etwas aufgefranst ist. Damit man die Fehler nicht so sieht, nehme ich an. Und jetzt noch die Stricknadeln. Das sind tolle Dinger, das sind Marterpfahle. Achtung, das sind also die Stricknadeln. Heidi, ich drücke Ihnen die Daumen und bin gespannt, wie ich nachher angezogen bin. Ja? Gut. Toi, toi, toi. Legen Sie los, legen Sie los. Jetzt gilt schon unsere Privatwette hier. Und jetzt geht's los um das Wetten im Publikum. Und da müsste ich vielleicht unseren Zuschauern noch Folgendes erklären zu Hause. Wir haben hier eine Viertelstunde, als das Publikum in den Saal gelassen worden ist, Kärtchen verteilt. Und jeder, der ein Wettangebot hatte, konnte das abgeben. Und jetzt habe ich hier 5 dieser Wettangebote in Händen, kenne die Wetter selbstverständlich nicht und werde jetzt mal fragen, was unser Publikum in Hagen sich hier wünscht. Und Sie müssen das dann durch Applaus und Akklamation, wie das so schön heißt, für mich werten. Letztes Mal hat man mit mir geschimpft, ich hätte da gefummelt und hätte einen gewinnen lassen, der viel weniger Applaus gehabt hätte. Oh, wir haben ja einen sportlichen Menschen hier im Publikum, der Präsident des Deutschen Sportbundes, Willi Weyer, passt auf, dass ich jetzt keinen Fehler mache. Alles klar, Willi. So. Also, erste Wette kommt von Andrea und sie heißt, wetten, dass Frank Elstner es nicht schafft, am heutigen Abend 33 Weihnachtsmänner im Kostüm auf die Bühne zu bringen. Ja, das können Sie mir mal ein bisschen helfen, Herr Oberbürgermeister. Zweite Wette, wetten, dass Sie es nicht schaffen, 10 Jugendliche oder Kinder mit verschiedenen Instrumenten auf die Bühne zu holen, die fehlerfrei Odo Fröhliche auf dem Instrument spielen können. Ist auch ein hübscher Vorschlag. Dritter, wetten, dass es Ihnen nicht gelingt, 30 Weihnachtsmänner auf die Bühne zu bekommen, sowas hatten wir schon, die einen echten Bart von 15 cm Länge haben. Das ist schwer. Das ist schwer. Nächste Geschichte hier. Sie strickt schon, der Ärmel ist schon fast fertig. Wetten, dass Sie es nicht schaffen, innerhalb der Sendezeit 25 Lehrer und Lehrerinnen von 50 Lehrern des Fichte-Gymnasiums auf die Bühne zu bringen. Also hier will höchstwahrscheinlich ein Schüler seine ganze Lehrermannschaft haben, mit denen irgendwas anstellen.
Und das ist, glaube ich, die letzte hier. Wetten, dass Sie es nicht schaffen, 50 Hagener Bürger in die Stadthalle zu holen, die am 24. Dezember Geburtstag haben. Auch ein hübscher Vorschlag. So. Jetzt geht's drum. Jetzt müsst ihr mir hier alle helfen, ja? Was war am besten? Die erste Geschichte mit den 33 Weihnachtsmännern im Kostüm? Dann klatschen Sie bitte jetzt. War leise. Die zweite, die 50 Hagener Bürger, die Geburtstag haben. Klatschen Sie jetzt. War lauter. War eindeutig lauter, den schenke ich Ihnen. War eindeutig lauter. Dann die 10 Jugendlichen, die mit verschiedenen Instrumenten fehlerfrei O du Fröhliche spielen. War leise. Dann die 30 Weihnachtsmänner auf die Bühne, die einen Bart haben mit 15 cm Länge. Ja, also jetzt kommt's drauf an. Das war bisher das Lauteste. Letzte Frage hier. Die Lehrerinnen und Lehrer eines Gymnasiums, die sich ein Schüler bei uns hier auf der Bühne wünscht. Klatschen Sie jetzt, bitte. Herr Weyer, ich glaube, ganz eindeutig müssen wir uns um Folgendes bemühen. Wetten, dass es Ihnen nicht gelingt, 30 Weihnachtsmänner auf die Bühne zu bekommen, die einen echten Bart von 15 cm Länge haben. Na, ja. Wo nehmen wir die her? Ist das korrekt so? Ist korrekt. Alles klar? Einverstanden mit der Entscheidung? Das ist meine Saalkandidatin. Ich habe wieder mal Glück gehabt. Ein Mädchen werde ich zu mir bitten. Ein kleines, ein großes, eine Oma. Ich habe keine Ahnung. Wo ist sie? Sie heißt Angela Humme aus Hagen und sitzt in der Galerie Platz 15. Da kommt ja die Angela schon. Ich begrüße sie. Hallo, guten Abend. So, Angela. Was machen Sie beruflich? Ich bin Bankkaufmann. Und heißen Sie jetzt Angela oder Angela? Angela. Also ich darf Angela sagen, ja. So sprecht ihr das hier aus. Ja. Angela, waren Sie schon mal in einer Fernsehsendung Kandidatin? Nein. Haben Sie so ein ganz klein bisschen Muffensausen? Ja, weiche Knie, wie Sie. Was, ja, wir haben beide weiche Knie. Angela, es kann Ihnen überhaupt nichts passieren. Hier in Hagen ist man so nett. Sind Sie eine echte Hagnerin? Nein, ich bin Hohenlimburgerin. Ist das auch... Oh, na, bitteschön. Angela, Sie können heute Abend in meiner Sendung Wettkönigin werden. Mhm. Und ich wünsche Ihnen das sogar, weil ich immer der Meinung bin, dass der spontane Gast es am schwersten hat. Ich drücke Ihnen alle Daumen. Und jetzt zeige ich Ihnen Ihre Gegner, unsere Prominenten. Und Sie werden viel zu lachen haben. Die sind so komisch, wir lachen schon den ganzen Tag. Wir begrüßen heute Abend als Kandidaten in Wetten, dass Heinz Schenk, Christiane Krüger, Libby und Caroline. Angela, der Mike setzt Sie dahin. Jetzt wird hier so ein bisschen umgebaut. Der Mike ist ja wieder Kavalier alter Schule. Hier legt der Angela erstmal das Mikrofon an. Vielen herzlichen Dank, Mike. Das ist wirklich nett von dir. So, Angela, dann wollen wir das Türchen hier noch schließen. Da ist für alle was zu trinken drin. Mhm. Und um der Angela jetzt die allerletzte Angst zu nehmen, habe ich mir Folgendes gedacht. Wir haben hier alle was zu trinken. Ja. Wollen wir nicht unser Glas erheben, liebe Freunde hier? Und der Angela toi 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 wünschen in dem Reigen derer, die hier fernseherfahren sind. Sie hat ihren ersten Auftritt im Fernsehen. Wir trinken auf ihr Wohl, Prost. Angela. Prost. Zum Wohl. Prost. So. Wir hatten... Bevor ich mich hier um meine illustre Runde kümmere, in der vergangenen Sendung ein paar Wetten, die daneben gingen. Und jeder, der zu mir wetten kommt, der muss dann anschließend irgendetwas einlösen mit seinem Wetteinsatz. Sie erinnern sich vielleicht noch, dass der liebe Friedrich Nowotny Würstchen verkaufen musste. Aber es scheint ihm Spaß gemacht zu haben. Wir zeigen Ihnen das jetzt in einem Film. Friedrich Nowotny und die populärste Würstchenkäuferin bei ihm war immerhin Loki Schmidt. Sie sollen den Beruf wechseln, wenn Sie wissen, wie gut Ihnen diese Würstchen sind. Ich habe leider keinen Spiegel oder Gott sei Dank nicht. Hinreißen sehen. Ja, ja. Warte mal.
Frau Schmidt, darf ich Ihnen... Ich würde so gern drei haben. Drei? Sollen wir Ihnen das einpacken? Nee, einmal gebe ich jetzt schon mal. Frau Schmidt. Ja, es kommen doch noch zwei für Sie. Ja. Drei Würstchen dafür, ja, ja. Das war also vor dem Bundeshaus und lieber Herr Nowotny, herzlichen Dank, dass Sie die Wette eingelöst haben. Uns hat Spaß gemacht, Ihnen hoffentlich auch. Ja. Lieber Heinz Schenk, ja. Wenn Sie heute verlieren, müssen Sie auch was machen. Aha. Darüber sprechen wir noch nicht. Nein. Hätten Sie gerne? An und für sich nicht, nein. Ich ärgere mich immer. Wenn der andere gewinnt, ärgere ich mich. Wenn ich gewinne, ärgert er sich. Also wette ich nicht. Nein, gut. Einer hat sich nicht geärgert, nämlich der Gunther Sachs. Der ging als Weihnachtsmann in ein Kinderheim, und zwar in der Nähe von Murnau. Und hier sehen Sie also Herrn Gunther Sachs als Weihnachtsmann. Ja. Und du bist der Letzte und darfst auch noch den ganzen Sack haben und was drin ist. Das weiß ich nicht, ob man das essen kann. So, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was mir bei euch alles einfallen wird. Mhm. Lieber Heinz Schenk, Sie machen eine wunderbare Sendung, den Grauen Bock. Ja, danke. Mit vielen einem Dank, Publikum, das sie auf Händen trägt. Oh Gott, ja. Und demnächst habe ich gehört, zur gleichen Sendezeit wie ich, wir werden Konkurrenten. Ja, nicht am gleichen Abend, das wäre ja schlimm, nein. Ja. Aber ab 83 kommt der Blaue Bock im Abendprogramm. Wir haben es geschafft, ich bin endlich auch im Abendprogramm. Kollege, ja. Heinz. Was sind Sie eigentlich von Haus aus? Sind Sie von Haus aus Schauspieler? Was wollten Sie mal werden ursprünglich? Ja, also an und für sich sollte ich von zu Hause aus Pfarrer werden, aber es wäre zu lustig geworden in der Kirche. Und dann wurde ich, also ich habe Schauspielunterricht bekommen. Ja. Der kleine Hai, bald bebt ihm purpur die blonde Braut, aber bleich und betrübt, als berste ihr Bank die bebende Brust. Das geht so weiter. Das ist ja wunderbar. Und dann hat man mir Rollen gegeben zum Studieren, Kabale und Liebe, den Sekretär Wurm, der lag mir gar nicht. Ich war da mehr ein Würmchen und ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten. Die Leute haben immer gelacht, wenn ich was Tragisches gesagt habe, Schauspielunterricht Gebende gesagt, ach, werden Sie doch Humorist, das ist lustig und Parodist, und so bin ich das geworden. Ja. Man hat mir gesagt, Sie können jeden nachmachen. Nee, fast jeden. Ja, manche machen. Aber einen gäbe es, den würden Sie so nachmachen wie kein zweiter. Und da es da einen anderen gibt, von dem man das Gleiche behauptet, ja, hätte ich so gern mal eine kleine Kostprobe. Heinz Schenk, bitte machen Sie für uns mal Hans Moser. Ja? Also, als Hesse. Sie bitte, müssen es also, probieren. Das ist eine große Ehre für mich. Ich bin Mensch und bin gerne zu ihm gekommen, um den einmal zu machen. Ich habe ihn verehrt immer und er wird, ja, man gibt sich Mühe und er lacht nicht. So was nicht. Ist genug oder nicht mehr? Heinz war toll, vielen Dank. Vielen Dank. Christiane Krüger, Sie kommen aus einer berühmten Schauspielerfamilie. Ärgern Sie sich eigentlich, wenn fast bei jedem Gespräch, wenn Sie irgendwo eingeladen wird, immer die Frage auf Ihren Papa kommt? Auf Hardy. Nee, nicht. Nö. Ich habe ja mein Leben lang mit ihm gelebt, zumindest Kindheit und Jugend, und habe an seinem Erfolg teilgenommen, nehme es auch noch, und er auch an meinem, und ich habe nie einen Grund gesehen, den Namen zu ändern. War das ein strenger Vater? Der sieht immer so niedlich aus, als wenn der nur gute Laune hat. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass er... Nein, es ist eher ein Freund. Immer gewesen. Schon als ich klein war, war es mehr so ein Kumpel und Freund. Wir haben ja heute so eine richtige Familiensendung hier. Denn noch einer unserer Gäste ist mit Ihnen verwandt, ja, aber das werden wir nachher erst erzählen, das wollen wir noch nicht verraten. Mike, ihr seid auch nicht verwandt und verschwägert. Leider nicht, nein. Ich meine, die Sendung ist aber krügerrandvoll heute. Aber ich meine, wenn du leider nicht sagst, wie kommst du da mit deiner Frau klar, die sitzt im Publikum? Du, Mann, also haben wir keine Probleme. Ich rede als Schwester, denke ich mir das. Wie bist du eigentlich dieser lustige Mike geworden? Als du in die Schule gegangen bist, hast du bestimmt nicht gesagt, irgendwann starte ich mal mit dem Lied Mein Gott Walter und dem Bundeswehr-Blues, sondern hast dich ja andere Vorstellungen gehabt. Ich bin eigentlich persönlich sehr ernst. Das glaube ich nicht.
Auch in der Schule war ich mit der Ernsteste. Immer wenn es die Zensuren gab, wurde ich sehr ernst. Und als das dann nicht so richtig lief, wie ich das wollte, habe ich dann irgendwann gesagt, also Junge, schreib mal einen lustigen Text. Na, ich wollte erst mal Architekt werden, aber ich habe gedacht, solche Häuser, also, ich schreibe lieber Lieder. Und jetzt bist du unter die Filmstars gegangen. Ja, machst weil das, ist, das richtige, ist endlich jetzt? Das richtige Medium für mich, dünn ja. und durchsichtig. Ne, also, ja. Ich habe es jetzt gefunden. Du hast da so eine hübsche Partnerin. Kriegst du eigentlich mehr Fanpost von Herren oder von Damen? Also seit dem Foto, was du jetzt vielleicht auf das Foto anspielst, ja. Kriege ich mehr Briefe von Herren. Ich bin das da rechts. Sie können sich alle das Foto angucken. Links Thomas Gottschalk, ich finde ihn hinreißend. Auf der rechten Seite Mike Krüger. Bist du da die Freundin von ihm oder die Mutter? Ich bin, also das ist ja nun wirklich, also die Tochter. Die Tochter. Gut, über den Film können wir vielleicht nachher noch ein bisschen sprechen. Dann haben wir einen ganz besonders reizenden Gast aus der Schweiz. Es ist der liebe Herr Klibi, aber eingeladen habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, die Caroline. Guten Abend, Caroline. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Caroline, dass Sie mal zu uns in die Sendung gekommen sind. Waren Sie schon mal in so einer Sendung Kandidatin? Und macht es Ihnen denn auch so ganz richtig Spaß? Ja, und wie? Ja, wie finden Sie Ihre Kollegen hier? Ganz toll. Sind Sie denn ein... Sie müssen nicht Sie sagen. Darf ich du sagen? Ja. Oh, das ist aber lieb. Sag mal, Caroline, willst du nicht mal dem Mike ein kleines Küsschen geben? Ein Küsschen? Ja. Hat er die Zähne geputzt? Ja, das will ich doch hoffen. Schön. Du, der stinkt. Nein. Caroline, nicht zu frech werden heute Abend. Wir haben sehr viele Kinder, die zugucken. Ah, ja. Ja. Und du bist sozusagen heute in dieser Sendung, immerhin zwei Wochen vor Weihnachten, die Vertreterin aller Kinder, die uns zugucken. Einverstanden? Okay. Ja, gib ihnen auch noch ein Küsschen, den Kindern zu Hause. So, alles klar. Angela, jetzt muss ich noch mal fragen, kennen Sie alle meine Gäste? Ja. Alle schon mal gesehen, ja. Über alle schon mal gelacht? Sind ja. Sie auch ein lustiger Mensch? Ab und zu, ja. Ja, sind Sie verliebt, verlobt, verheiratet? Verliebt. Ist er mit? Nein. Guckt er zu? Nehme ich an. Ja, der drückt sich jetzt die Däumchen, sagt ja, das nehme ich auch was an. Geht da abends in Wetten, das? Plötzlich ist er auf der Bühne. Der hat mit Ihrer Karriere womöglich gar nicht gerechnet. Sie werden jetzt ganz populär. Ab morgen wird er ganz nervös hier. Ist Niemand er eifersüchtig? Weiß es. Das weiß ich nicht. Ausprobiert habe ich es noch nicht. Was machen Sie denn beruflich? Bankkaufmann bin ich. Und bei einer Bank hier in Hohenlimburg war es. Ja, langsam kenne ich mich in Hagen und drumherum ganz gut aus. Ich weiß also Hagen, das Tor zur Welt, nicht? Des Sauerlandes. Und dann habt ihr über 220.000 Einwohner, ja. glaube ich. Warst du auch schon mal hier, Caroline? Hm. Noch nie? Hm. Und der blaue Bock, wie war es mit dem? Ja, so privat war ich schon mal hier, ja. Aber nicht als blauer Bock, sondern als Heinz. So. Liebe Zuschauer zu Hause, ich habe mir jetzt erlaubt, meine Gäste kurz vorzustellen. Sie wissen also, wer da ist, ob sie gut gelaunt sind. Alle haben ein Strahlegesicht. Ich hoffe, dass wir eine lustige Sendung zusammenkriegen. Jetzt müssen nur noch die Wetten funktionieren und der Ted. Und da haben wir eine kleine Panne. Ich möchte mich jetzt an Ted wenden zu Hause. Und falls jetzt irgendjemand zum allerersten Mal die Sendung sieht, im Telegram-Stil. Wir haben 1000 Zuschauer ausgewählt mit einem sehr komplizierten System der Bundespost, die per Telefon auf einen Computer geschaltet sind und die wir laufend während der Sendung nach ihrer Meinung fragen können. Und der Ted, also die 1000 Zuschauer, so nennen wir sie, als Ted, damit das ein bisschen kürzer geht, gibt heute keine Antwort. Und diese Durchsage ist nur für meine 1000 Zuschauer zu Hause. Ich hoffe, dass sie trotzdem anrufen, mitspielen und viel Vergnügen bei der Sendung haben. Und dann möchte ich noch was über die Quote sagen. Der Ted ist vor allen Dingen auch da, damit unsere Kandidaten hier ein bisschen Glück und Pech beim Wetten haben können. Denn wenn man auf den Außenseiter setzt heute Abend, kriegt man mehr Punkte. Wenn der Ted zum Beispiel sagt, 80% unserer Zuschauer sind der Meinung, die Wette wird gewonnen, und ihr tippt dagegen, könnt ihr 80 Punkte gewinnen, umgekehrt nur die 20. Und so kann man Wettkönig werden. Angela, haben Sie das verstanden? Ja. Dann bin ich so glücklich. Es gibt Leute, die behaupten, ich selber hätte es bis heute noch nicht verstanden. So, also, dann möchte ich jetzt mal ganz schnell zu meiner ersten Wette kommen und den Heinz Schenk bitten, sie zu formulieren. Ja, also ich wette, dass Klaus Friedrich, das ist ein junger Mann, 18 Jahre jung,
22.222, wunderschöner Satz, Dominosteine, die er in mühseliger Kleinarbeit aufgestellt hat, durch Antippen eines Steines in Form von Kettenreaktion alle zum Umfallen bringt. Also haben Sie das gehört? 22.222 Steine. Und vielleicht muss man mal dazu sagen, Domino. Er ist, Heinz, ich glaube, er ist der Einzige in Deutschland, der schon mal so viele Steine aufgestellt hat. Aufgestellt hat er sie, aber noch nie umgeworfen, hat er mir gesagt. Aber trotzdem, ich finde es ja lustig. Dass gut, dann kann ich nur unseren Ted zu Hause fragen. Ted, glauben Sie, dass das funktioniert? Ich kann Ihnen ein kurzes Bild dorthin schalten, damit Sie einmal ganz kurz sehen, wie das aussieht. Mehr können wir jetzt nicht tun, da wir keinen Zug in diesen Raum bringen möchten, denn womöglich gibt es dann ein Malheur. Also so sieht das aus. 22.222 Dominosteine. Ein wunderschönes Bild. Lieber Ted, wenn Sie der Meinung sind, das schafft er, indem er einen Dominostein umwirft, diese Kettenreaktion herzustellen, dass sie alle umfallen, dann tippen Sie mit Ja und geben Sie uns jetzt Ihren Tipp. Und wie ist das mit Ihnen, Heinz Schenk? Verkaufen Sie auch Würstchen? Gehen Sie auch in ein Kinderheim? Nee. Was schlagen Sie vor? Gar nichts. Der macht das. Der ist umwerfend gut, der Bursche. Was soll ich da dagegen sein? Muss ich wirklich? Muss ich wirklich was? Heinz, ich muss jetzt fairerweise Folgendes sagen. Es gibt im Guinness Book der Rekorde einen eingetragenen Weltrekord mit Dominosteinen. Da haben, glaube ich, 4 oder 5 Leute wochenlang aufgebaut. Es ist zum ersten Mal, dass einer hier in der Bundesrepublik alleine so viele Steine aufbaut. Also ich wäre mir der Sache nicht so sicher. Und wenn Sie verlieren, müssen Sie etwas machen. Also, gut, wenn ich verliere, dann lade ich alle Zuschauer hier in der Halle zum Äppelwein ein. Heute Abend nach der Sendung kriegen alle von mir Äppelwein. Das ist ein Wort. Heinz, ich bin richtig neidisch. Sie hatten den größten Applaus bisher vom ganzen Abend. Ja, die kennen den Äppelwein noch nicht, deswegen haben die so geklatscht. Das ist es. So, wie ist das denn? Mal sehen, ob wir jetzt schon unsere Quote hier von Ted bekommen. Ich warte natürlich etwas. Unseren Zuschauern zu Hause nochmal gesagt, der Ted gibt heute keine Antwort. Also nur kurz anrufen, dann er ist da. Ich danke euch. 90% unserer Zuschauer sind der Meinung, das funktioniert. Das ist eine Riesenquote. Und bitte geben Sie mir, liebe Kandidaten, jetzt Ihren Tipp und Ihre Meinung. Wer dagegen tippt, kann 90 Punkte gewinnen. Es ist nicht so einfach. Und alle tippen ja, oder sehe ich das? Ich muss ja. Alle tippen ja. Ich tippe nein. Hast du nein getippt? Mike gegen den Strom. Gut, dann. Ich meinen Äppelwein loswerde, ich sehe das schon. Dann lassen wir uns jetzt mal überraschen. Wir werden mit dem Kandidaten natürlich nachher ein Gespräch führen, ob das nun klappt oder ob das nicht klappt. Aber bitte seien Sie nicht böse, wenn ich jetzt nicht mit ihm spreche. Er ist so nervös. Er hat seit 1,5 Tagen da aufgebaut. Ich kann jetzt nur sagen, wir schalten rüber zu Klaus Friedrich und halten Sie den Atem an. Top, die Wette gilt. Okay. Das ist ja zu toll. In einer riesigen Geschwindigkeit. Sie können hier ruhig ein bisschen klatschen, wenn es Ihnen gefällt. Der Klaus ist hier bei uns in der Stadthalle in einem Nebenraum. Wir konnten das natürlich auf der Bühne nicht aufbauen, das ist klar. Und ist innerhalb von 5 Sekunden bei uns im Studio. So nah ist er uns. 22.222. Oh. Das ist aber auch eine super Leistung von unserem Kameramann.
Also bisher klappt das ja wie am Schnürchen. Jetzt kommt ein kritischer Punkt, hat er mir gesagt. Oh. Jetzt freut sich einer. Er war nämlich furchtbar nervös. Ich glaube, wir dürfen das jetzt sagen. Wir haben alle eine furchtbare Angst gehabt, dass das nicht funktioniert. Denn durch die heißen Scheinwerfer, die dort aufgebaut worden sind, hat sich der Boden gewellt. Dann sind wir auch am Anfang einen Haufen umgefallen. Wann sind denn die letzten umgefallen? Ungefähr 2 Stunden. 2 Stunden vor der Sendung haben Sie noch gebaut? Was machen Sie beruflich? Ich bin noch Schüler. Welche Klasse? Nächstes Jahr Abitur, Fachabitur. Und aus welcher Stadt kommen Sie? Weilheim, das ist in Bayern. Und die gucken jetzt alle zu und haben dem Klaus die Daumen gedrückt, dass das auch richtig funktioniert. Das ist ein so schöner Sport. Das ist eine so hübsche Geschichte, auch für das Auge. Mit wie vielen haben Sie denn bisher schon mal gearbeitet? Wie viele Dominosteine haben Sie schon mal aufgestellt? Also vor der Wette, bevor ich die Wette formuliert habe, waren es ungefähr 100, nicht mehr. Sie haben noch nie mit mehr als 100 Steinen gespielt? Also vor der Wette noch nicht, nein. Und jetzt 22.222. Ich glaube, Sie kriegen einen strahlenden Applaus. Das war so toll. Wir haben eine kleine Überraschung für Sie. Erstmal, das passt dazu, glaube ich, eine Langspielplatte von Fats Domino. Als kleine Erinnerung hier. Ja, danke. Und dann weiß ich, dass Dominosteine, wenn man so viele braucht, ziemlich teuer sind. Mhm. Und Sie wollen ja den Weltrekord aufstellen. Ja, so jetzt auch, wo es geklappt hat. Wenn ich nächstes Jahr das Abitur schaffe, wollen Sie möchte ich es probieren. Wie viel müssen es dann sein? So knappe 200.000. 200.000 Stück. Mhm. Weil es so toll war und wir uns so freuen und ich Ihnen das so von Herzen gönne, die 22.222, die Sie heute aufgestellt haben, schenken wir Ihnen. Dann können Sie schon mal üben. Ja? Danke. Alles Gute. Tschüss, Herr Friedrich. Schöne Grüße. Ich sprach gerade von Platten. Möchte ich Ihnen noch eine andere Platte ans Herz legen? So kurz vor Weihnachten zeigt man ja in den verschiedenen Fernsehsendungen immer Platten, die man besonders günstig kaufen kann, mit einem guten Zweck verbinden kann. Damit ich jetzt keinen Fehler mache, sage ich Ihnen auch, wer da alles mit dabei ist. Lou van Burg präsentiert also So schön wie heute, so müsste es bleiben. Diese Platte ist zugunsten der Deutschen Krebshilfe auf den Markt gekommen. 2,50 Mark beim Verkauf dieser Platte gehen an die Deutsche Krebshilfe. Und die Platte kostet genau 12,50 Mark. Also wenn Sie noch ein kleines Weihnachtsbaumgeschenk suchen, bitte schön, denken Sie an die Platte. Ich hoffe, dass wir damit auch was für die Deutsche Krebshilfe tun und für die erfolgreiche Sendung mit Onkel Lou. So, jetzt haben wir die erste Runde hinter uns. Ich muss Ihnen sagen, mir selber ist jetzt auch ein Stein vom Herzen gefallen, ein riesengroßer Dominostein, weil wir alle Angst gehabt haben, dass es nicht funktioniert, als der Boden anfing, sich zu wellen und die Scheinwerfer zu heiß wurden. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig, aber wir sind richtig froh, es war so ein kleiner Schutzengel, der uns heute geholfen hat. Hier ist der Punktestand. Also, Mike, du hast 0 Punkte. Das ändert sich schnell. Gut, aber du hattest ein hohes Risiko, muss ich dazu sagen. Und die anderen haben wirklich Glück gehabt. Denn dafür meine Wette. Warte auf meine Wette, Frank. Es stand auf Messers Schneide. Hammer. Und Heinz, Sie haben ja noch größeres Glück gehabt. Jetzt müssen Sie nicht zum Appleboy einladen hier. Ja, was soll ich denn damit machen? Der wird sauer. Ich gebe ihn trotzdem aus. Nachher im Foyer. Ich gebe ihn trotzdem aus. Da wird Appleboy nicht mehr. Gut.
Also, liebes Publikum hier im Saal, das gucken wir uns an. Nachher zieht der Heinz eine schöne Schürze an, kriegt so einen Bämbel und dann ab zum Äppelwein. Das ist paradox, wenn Äppelwein sauer wird. Ja, das ist aber würde noch saurer werden, wie er schon gewesen ist. Ach, gut. Also ist hier eine ganz moderne Halle, genügend Toiletten sind da. Sag mal, kleine Caroline, hast du denn auch schon mal mit Dominosteinen gespielt? Hat dir das Spaß gemacht? Mit anderen Steinen. Ja, mit welchen? Die in die Scheide fliegen. Ach so, mit solchen Steinen. Mhm. Ja, willst du mal Dominosteine zu Weihnachten? Mhm. Ein Schlagzeug. Ein Schlagzeug? Oh nein. Mhm. Nicht ein Schlagzeug. Warum denn? Nein, Caroline, ein Schlagzeug gibt das nicht. Sag mal, Caroline, ja. Ein bisschen eitel bist du schon, ne? Ja. Ich habe nämlich gesehen, vorhin so schön gekämmt und so, die Härchen da oben. Stehst du oft vorm Spiegel? Ja, immer vor der Sendung. Schminkst du dich auch manchmal so ein bisschen? Nein. Nein, ganz natürlich. Ja. Natürlich. Komm, jetzt gib dem Mike noch mal einen Küsschen. Gib ihm noch eins und mach jetzt keine Dummheiten. Du warst zum Zahnarzt, ne? Ja. So ein Toto-Gebiss. 0-1-0 ausgefallen. Die Leute hier? Die Leute hier, ja. Gefällt es dir hier, Caroline? Sehr gut. Sind die Leute so sanft? Die sind nicht verwandt. Nicht? Nein. Du weißt ja, was Verwandtschaft ist, oder? Hm? Verwandtschaft. Ja, Verwandtschaft. Ist das was zum Essen? Nein, zum Kotzen. Also, Caroline, jetzt hören wir mal ganz ehrlich zu. Jetzt müssen wir ganz lieb sein. Wir haben viele Kinder, die heute Abend zugucken. Ja. Ja, und jetzt musst du ganz brav sein. Okay. Großes Ehrenwort. Okay. Ja. Hatte ich noch Durst? Durst hast du auch noch spät. Gut, dann kriegst du nachher was zu trinken. Okay. Christiane, wir wollen zur zweiten Wette kommen. Und alle sind gespannt. Was haben Sie mitgebracht? Ja, es ist so schwer zu formulieren. Ja. Es ist schwer zu machen, aber zu formulieren auch. Also, ich wette, dass Herr Pitzen es schafft, in der richtigen alphabetischen Reihenfolge jedes Wort, das man ihm vorgibt, nachzusagen. Haben Sie das verstanden? Ja, ich. Otto! Also, ich helfe euch mal. Ja, mach es doch mal vor. Ich helfe mal ein bisschen. Hier steht zum Beispiel das Wort Kerze. Und in diesem Wort kommen also wie in jedem Wort natürlich Buchstaben vor. Und hier unten sind die Buchstaben in der Reihenfolge, wie sie im Alphabet vorkommen. Mike, ich gebe das mal dir. Ich glaube, ja. Du bist ja sehr intelligent. Ja. Kannst du das nochmal erklären, ja? Also, das ist ganz einfach. Das Wort Kerze. Nicht zum Beispiel jetzt ja. Kerze. In der richtigen Reihenfolge, wie das im Alphabet vorkommt, heißt es dann E-Kr-Z. So. Aber jetzt Frage hier an unser Publikum, ist für uns sehr wichtig. Haben Sie verstanden, worum es geht? Jetzt, ja? Gut, denn also ich noch nicht ganz, aber er macht das bestimmt. Alles klar, ganz du toll. Wirst es nach der Wette, hast du es auch verstanden. E-Kr-Z. Ja? Jetzt möchte ich mal dazu Folgendes sagen noch. Die Buchstaben, die im Alphabet vorkommen, werden in alphabetischer Reihenfolge sortiert, aber ein Buchstaben, der doppelt vorkommt, wird nur einmal genannt. Da haben wir ein gutes Beispiel dafür. Kerze hat zwei E, aber nur einmal wird das E genannt. Und Umlaut, Ä und Ü, sind immer zwei Buchstaben, nämlich AE oder UE. Das müssen wir noch dazu sagen. Und jetzt, lieber Ted zu Hause, glauben Sie, dass das funktioniert, dass das ein Mensch fehlerfrei bei 10 Begriffen kann, dann geben Sie uns jetzt Ihren Tipp. Und Ted zu Hause, ich habe das vorhin etwas schlecht formuliert. Der Ted gibt schon Antwort, Sie sollen unbedingt anrufen. Nur der Computer sagt nicht Dankeschön. Es war nämlich immer so, da haben unsere Zuschauer zu Hause angerufen, nicht? Und gesagt, ja, nein, dann hat immer einer Dankeschön gesagt. Also dieses Dankeschön funktioniert nicht. Ich sage jetzt einmal Dankeschön und das gilt für den ganzen Abend. Ted, bitte tippen Sie, wir warten auf Ihre Quote. Christiane, was machen Sie denn für uns? Laden Sie uns dann zum Würstchen hinterher ein, wenn wir von ihm schon den Apple Boy kriegen? Nein, nach dem Apple Boy schmeckt ja kein Würstchen. Oh, das schmeckt gut dazu. Ja. Oh, das ist ja gut. Ja. Gar nicht, ja. Das ist ja gut. Okay,
dann schließe ich mich an, das mache ich. Aber das ist nicht, das mache ich. Ich mache das für Sie. Mit den Würstchen. Ja. Zu Ihrem Christiane, ich muss Sie schützen. Nein, nein. Das mache ich gerne. Nein. Christiane, das kriegen wir nicht hin. Hier sind 700 Menschen. Wir kriegen die 700 Würstchen jetzt zusammen. Ja. Ach, die gibt es auch heute, schaffen wir sie. Ja, die Metzgerei ist auch zu um die Zeit. Ja, aber Christkindlmarkt hat auf, nein? Christkindl, auch nicht mehr um die Zeit. Christkindl schläft. Ist zu spät. Okay, also zwei Würstchen sitzen ja schon neben dir. Meintest du die Seite oder die andere? Hey, sagen wir mal, was gemacht mit dem Würstchen. Aha, Ted kommt. 62% unserer Zuschauer sind also der Meinung, ja, das funktioniert. 62% sagen, ja, das klappt. Ich muss dazu sagen, es ist eine ganz schwere Geschichte, eine große Konzentrationsaufgabe. Und ich bitte nachher um äußerste Ruhe hier im Saal. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was die Christiane macht. Ja, natürlich, jetzt ist mit den Würstchen, wäre natürlich schön gewesen. Jetzt ist nun das ja, was ich jetzt anzubieten habe, ist da. Okay, also ich werde in einem Kino irgendwann, wann es passt, zu einem schönen Film die Karten abreißen oder sie verkaufen oder die Plätze anweisen. Zu meinem Film am besten. Ach, Mensch, Mann. Premiere ist übrigens im Januar, kann ich schon. Ja, ist bei gut. Meinem Film. Alles klar. Alles klar. Weißt du, Mike? Ich will jetzt keine Reklame für den Film machen. Das ist mir klar. Mike, weißt du, ich bin ja der Meinung, so ein Wetteinsatz soll ja irgendwie auch eine kleine Strafe sein. Ist das doch bei meinem Film abreißen? Nein, eben nicht. Guck mal, sie soll da arbeiten, bei dir kommt vielleicht nur einer. Deshalb. Nicht? Also sie wird da alles abreißen und mit dem Bauchladen rumgehen. Ja klar, irgendwas, was im Kino, es gibt ja verschiedene Arten, heute im Kino bedient zu werden. Alles klar. Das mache ich. Also, normalerweise erscheint sie auf der Leinwand, normalerweise spielt sie große Rollen und das Publikum unten sagt, ah, die Christiane, und jetzt ist es umgekehrt. Sie kriegt ein kleines Schürzchen um und dann wird ein Kino auf den Kopf gestellt. Und von mir aus, Mike, bei deinem Film. Ja, okay, ich mach das bei deinem Film. Bei seinem Film. Ja, oder, Heinz, einen besseren Vorschlag? Mein Film wird nächste Woche fertig. Ich habe ihn vorgestern zum Entwickeln gebracht. Gut, dann gebt uns doch bitte mal den Tipp jetzt. Mal sehen, wie ihr tippt. Kleine Hilfe noch, wer auf Ja tippt, kann also nur 38 Punkte gewinnen. Und wer auf Nein tippt, kann 62 tippen. Du machst schon wieder Nein? Du willst in Führung gehen. Gut, dann kann ich jetzt nur sagen, nach diesem Tipp, wir bitten unseren Kandidaten zu uns auf die Bühne. Es ist ein Rechtsanwalt aus Bonn, ein sehr junger Rechtsanwalt noch. Heißen Sie mit mir herzlich willkommen, Heinz Michael Pitzen. Liebe Freunde, wir müssen jetzt hier einen ganz ruhigen Saal hinbekommen, denn das ist eine große Konzentrationsgeschichte, Herr Pitzen. Sie sind vom Beruf Rechtsanwalt. Wann haben Sie denn diese Begabung zum ersten Mal gemerkt, dass Sie bei jedem Wort sozusagen, wo die Buchstaben durcheinander geschüttelt sind, sofort die Reihenfolge aufsagen können? Ich habe das nie als Begabung empfunden. Das war mir eine Spielerei, so wie andere Leute an den Finger kauen oder Autos zählen, wenn man abgelenkt ist. Haben Sie schon in der Schule gemacht? Wann ich es genau angefangen habe, weiß ich gar nicht. Ich habe es auch nie als geübt oder trainiert, sondern mein Schwiegervater hat das mal entdeckt an mir und er hat gesagt, das ist was für Ihre Sendung. Ja. Sag ich, na schreib mal, und jetzt stehe ich hier. Also ich drücke Ihnen die Daumen, damit Ihr Schwiegervater recht hatte. Ich habe hier einen Zettel mit den Begriffen und auf diesem Zettel sind jetzt 10 Begriffe drauf, Herr Pitzen, die ich Ihnen alle nenne. Unsere Zuschauer bekommen den Begriff eingeblendet und Sie zu Hause können unter dem Begriff die natürliche ABC-Reihenfolge der Buchstaben gleich mitverfolgen und können alle Schiedsrichter sein, ob der Herr Pitzen das auch richtig macht. Ich bitte jetzt um absolute Ruhe und würde auch die Fotografen hier bitten, jetzt mal eine Sekunde nicht zu fotografieren. Das ist eine ganz große Konzentrationsgeschichte. Ich drücke Ihnen die Daumen, nachdem unser Domino-Kandidat so toll war, Herr Pitzen, Sie kriegen das hin. Achtung, top, die Wette gilt. Hier kommt das erste Wort. Es heißt Sekretärin. AEIKNRST. Donnerwetter. Donnerwetter. Das zweite Wort. Traumberuf. ABEFMRTU. Wort Nummer 3. Darf ich es eventuell noch mal wiederholen? Es war richtig.
Nur wenn Sie es gesagt haben, eventuell noch einmal wiederholen für mich. Sie wollen das Wort noch mal wiederholen? Eventuell. Ich spreche langsam, Herr Pietz. Okay. Ja? Kaffee kochen. A-C-E-F-H-K-N-O. Das vierte Wort. Radiergummi. A-D-E-G-I-M-R-U. Richtig. Boah, ich weiß nicht, wem heißer ist, Ihnen oder mir. Das fünfte Wort. Schreibmaschine. A-B-C-E-H-I-M-N-R-S. Das sechste Wort. Kollegenklatsch. A-C-E-G-H-K-L-N-O-S-T. Wort Nummer 7. Die Wörter werden immer länger, wie Sie merken. Ich merke es, ja. Atmen Sie nochmal durch. Wort Nummer 7. Kreuzworträtsel. A-E-K-L-O-R-S-T-U-W-Z. Das Wort Nummer 8. Ruhe bitte. Marathon-Telefonate. Marathon mit TH, ja? Ja. A-E-F-H-L-M-N-O-R-T. Alle drücken Ihnen die Daumen. Christiane Krüger war lange nicht mehr so aufgeregt da drüben. Das sage ich Ihnen aber. Das ist schlimmer als eine Filmpremiere. Achtung, totale Ruhe. Er schafft es. Hier kommt der neunte Begriff. Bleistiftanspitzer. A-B-E-F-I-L-N-P-R-S-T-Z. Mein lieber Herr Pitzen, ja, ja. Noch einer und dann hören Sie hier eine Halle beben. Achtung, zehnter Begriff. Eifersüchteleien. C-E-F-H-I-L-N-R-S-T-U. Das ist eine Leistung, die ich immer noch nicht begreifen kann. Ich auch nicht. Ich glaube, das muss eine Sonderbegabung sein. Sind Sie ein guter Rechtsanwalt auch? Ich hoffe es. Also ich zumindest hoffe, will ich es werden. Dass Sie da mit den Paragraphen und den Buchstaben des Gesetzes nicht auch so umgehen und die so sortieren. Ja. Wir haben eine kleine Überraschung für Sie. Ein Weihnachtsbäumchen, aber immerhin mit dem ABC, das wir für Sie dran gebacken haben. Und dann können Sie sicher Ihre Wörter selber herunterpflücken. Vielen herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Und Sie waren ein toller Wettkandidat, Herr Pitz. Auf Wiedersehen. So, das war also unsere zweite Wette. Und jetzt muss ich dazu vielleicht noch eine Kleinigkeit sagen. Ich habe meine Wette auch verloren, wenn man so wollte, in der letzten Sendung. Sie können sich erinnern, liebe Fußballfreunde, da gab es so ein paar rote Karten vor einigen Monaten im deutschen Fußball. Und der Fußball wurde immer härter. Und dann hatte ich die Kaiserslauterner bei mir im Studio und das waren so nette Kerls. Erinnern Sie sich noch an die ganze Garde und Riege, die ich dort hatte? Und diese Mannschaft hat mich eigentlich dazu animiert, dann zu sagen, dass wir eine Wette uns einfallen lassen sollten, wo die roten Karten nicht mehr vorkommen. Christiane, verstehen Sie was von Fußball? Bisschen. Wissen Sie, was eine rote Karte ist im Fußball? Ja, wenn einer das Feld verlassen muss und darf. Ja, ist schon richtig. Das Spiel nicht mehr weiterspielen. Ja, der kann dann höchstwahrscheinlich manchmal länger nicht mitspielen. Wissen Sie auch, was eine gelbe Karte ist? Nur den Platz verlassen. Nee, noch umgekehrt. Nicht. Gelbe Karte heißt, mein lieber Freund, nicht nochmal. Ach so, genau, eine Verwarnung, ja, genau. Sind Sie ein sehr sportliches Mädchen? Ja. Machen so. Sie alles? Ja, alles so mittelmäßig. Ja? Was machst du denn für einen Sport, Caroline? Schnelllauf. Aha.
Und wie viel hast du denn für 100 Meter? 8 Sekunden. Das glaube ich nicht. Doch, ich weiß eine Abkürzung. Ja, ich muss jetzt mal meine Geschichte zu Ende bekommen, und zwar mit den Weihnachtsbäumen. Und dann habe ich gesagt, wenn bis Ende November im deutschen Bundesliga-Fußball nicht eine einzige Karte, rote Karte vergeben wird, dann schenke ich allen Bundesliga-Vereinen einen Weihnachtsbaum. Und jetzt ein Riesenlob, es gab keine rote Karte und die Weihnachtsbäume sind unterwegs, wir haben sie gestern verschickt, die müssten eigentlich schon heute angekommen sein. Ich wünsche Ihnen friedliche Fußball-Weihnachten und einen Riesenapplaus für die Fairness im Fußball. Mike, du bist sicher ein bisschen sauer, nicht? Tippst hier voll auf Risiko und es läuft nicht. Gleich kommt ja meine Wette, kein Problem. Alles klar. Am meisten ist er betroffen, weißt du, dass er jetzt bei seinem Film die Karten selbst abreißen muss. Verstehst du? Das wird schlimmste sein. Also du hast noch 0 Punkte, in Führung liegen der Heinz und die Christiane. Deswegen brennt vor euch ein rotes Lichtlein. Vielleicht wird unter Advent. Euch der Wettkönig ausgemacht, das wird man gleich sehen. Caroline, streng dich ein bisschen mehr an. Ach. Ja? Hast du sonst mehr Glück beim Spiel oder in der Liebe? Nur im Rechnen. Im Rechnen? Wieso? Ich kann wahnsinnig schnell rechnen. Das glaube ich nicht. Doch. Wie? Zum Beispiel, was gibt 5 mal 10? 56. Bitte? 56. 5 mal 10? 56. Das ist ja total falsch. Aber wahnsinnig schnell. Angela, fühlen Sie sich wohl hier? Ja, ich kann mich nicht beklagen. Haben Sie sich daran gewöhnt? Ja. Haben Sie auch mal eine Frage an Caroline? Können Sie alles fragen, was Sie wollen? Was stellen Sie sich vor, es ist Elisabeth Tessier und Sie wollen was von den Sternen wissen. Was für ein Sternzeichen bist du? Ich? Mhm. Katholisch. Nein. Sternzeichen. Skorpion. Oh. 5. November. 5. November. 5. November. Und was glaubst du, gewinnst du heute Abend? Keine Prognose. Christiane, noch mal zu Ihnen. Das war jetzt Ihre Wette. Und Sie ja. haben ja spontan, sind Sie haben Pizza. Ja, das muss man, das ist doch ganz klar. Sie haben ja auch schon die tollsten Leute kennengelernt im Lauf Ihres Filmlebens. Sie kommen da mit Stuntmans zusammen. Ja. Ist Ihnen schon mal so ein Phänomen begegnet, ein Mensch, der sowas konnte? Haben Sie eine Begegnung mit jemandem, wo Sie sagen, das kann doch nicht wahr sein? Nee, sowas nicht. Nee. Außer in Ihren Sendungen halt jetzt. Wo ich eben, ja, es war, wo man eben wirklich solche Dinge mal zu sehen bekommt. Aber eben, wie Sie sagen, sonst nur so Artistik mehr. So, jetzt nochmal. 48-48, 0 für den Mike und 10 Punkte für Caroline und unseren Saalkandidaten. Und jetzt kann ich vielleicht nur noch sagen, dass wir einen ganz großen Moment hier vorbereiten. Ein Weltstar kommt zu uns, liebe Zuschauer. Ich weiß nicht, ob Sie die klassische Musik mögen, ob Sie die Opernstimmen, die schönen, mögen, ob Sie das Bel Canto mögen. Ich weiß nur, er kann eigentlich alles, wo immer man ihm begegnet, ob in einer tollen Rolle in der Mailänder Scala oder in den Opern in Amerika oder an der Hamburger Staatsoper oder an der Wiener Staatsoper oder in der Schweiz, wo er auftritt und singt, sind die Menschen hingerissen, weil er so eine wunderbare Stimme hat. Und er ist auch ein ganz reizender Mensch. Und ich will versuchen, dass wir uns nach seinem Auftritt auch noch einen Moment unterhalten. Heißen Sie ihn mit mir herzlich willkommen und er wird ein Lied der Freude zu uns singen. Hier kommt René Collo.
zärtlich klingt die Cavatina und die schönste Ich habe jetzt ein kleines Mikrofon hier mitgebracht, ja, weil ich mir dachte, die Gelegenheit muss man ja mal benutzen, wenn man so einen berühmten Mann hat, sich auch mit ihm zu unterhalten. Das freut mich sehr. Wir haben also schon ziemlich geblödet hier in den letzten Tagen. Er hat so viel Humor, man kann mit ihm lachen. Ich habe immer gedacht, die Tenöre und so die großen Weltstars, die sind zugeknöpft und rasen immer mit dem Mantel rum und Nein, schallt. Das sind alte Geschichten. Erzählt ihr euch denn auch so schöne Tenorwitze? Da gibt es da so herrliche. Ja, ach, da gibt es ganze Bücher davon. Der Slee sagt, er hat so viele geschrieben darüber, nicht? Haben Sie nicht einen für uns heute Abend so? Ganz klein? Nee, also das, nee. Irgendeinen so, wo so geräuspert wird, ein langer Dann würde die Sendung zu lange dauern. Würde zu lange dauern. Ja. Sie hatten in Mailand einen Riesenerfolg, obwohl es da Krach gegeben hat, nicht? Naja, es gab ein bisschen Krach wegen einer zu schweren Rüstung, die ich anziehen sollte. Und wenn man singt, muss man schließlich was Leichtes anhaben. Man kann nicht, also das wog ungefähr einen halben Zentner, nicht? Sie können nicht mit einem halben Zentner rausgehen und Lohengrin singen, nicht? Und das hohe C nicht. Oder sowas. Naja, was ist denn das der höchste Ton eigentlich, den Sie singen? Naja, der höchste Ton im Opernfach ist natürlich ein hohes C. Bei den Wagner-Partien gibt es an sich kein hohes C. Einmal im Siegfriedjahr. Haben Sie Angst vor so einem hohen Ton? Ist man da nervös und denkt, oh Gott, Nein. da hinten, da kommt der dann? Wenn er nicht gleich am Anfang ist, dann nicht. Wenn man ein bisschen eingelaufen ist, dann geht's schon. Sie gehen auf Tournee. Und er hat mich nicht gebeten, über die Tournee zu sprechen, sondern ich möchte mich mit Ihnen darüber unterhalten, denn normalerweise kann man Sie nur bei großen Opernaufführungen sehen und ich glaube, ein großer Sänger singt 30, 40 Mal im Jahr nur diese großen Partien. Ungefähr die großen Partien, ja. Und jetzt gibt's Kolle zum Anfassen. Ja, ich mache eine Tournee ab Januar, 8. Januar geht das los in Bonn, dann kommen wir nach Dortmund, Essen und Hamburg, München, überall. Das sind 25 Konzerte und das Besondere, glaube ich, ist, dass im ersten Teil also ein klassischer Teil ist mit Orchesterzwischenspielen, mit Arien von mir. Und im zweiten Teil etwas anderes, das heißt, ich singe Musical-Melodien, Operetten-Melodien, Volkslieder, ein Cholo-Block, also Melodien meines Großvaters und Vaters da drin. Und erzähle zwischendurch ein paar hübsche Geschichten, glaube ich. So wie in Ihrer Fernsehsendung. So ein bisschen wie in meiner Weihnachtssendung, die Weihnachten wieder kommt, ja. Kommen Sie auch nach Österreich zu unseren Freunden? Dieses Jahr nicht, nein. Wir hatten eigentlich vor, auch nicht in die Schweiz. Wir wollten das erst machen, aber ich hatte dann gesagt, also 25 Konzerte erstmal in Deutschland, das ist erstmal völlig genug. Und dann kann man sehen, ob man später vielleicht... Toi, toi, toi. Und herzlichen Dank für den Besuch. Auf Wiedersehen, René Kolle. Danke. Liebe Fernsehzuschauer, und jetzt schlägt die große Stunde von Mike Krüger. Jetzt kommt nämlich eine Wette, die kann ich gar nicht verlieren. Die dritte. Und zwar wette ich, dass Herr Künstler aus der Schweiz mit seinen vier Kollegen einen 8 Tonnen schweren LKW, also 8 Tonnen schwer geht ja einigermaßen, auf 4 kleine Biergläser stellt, ohne dass die kaputt gehen. Also es hört sich natürlich so an, als wenn der Mike uns hier ganz gewaltig reinlegen möchte. Nee, das machen die. Ich wiederhole, einen 8 Tonnen schweren LKW auf 4 Gläser und die gehen nicht kaputt. Gehen nicht kaputt.
Ach, Mike. Kann gar nichts passieren. Ich habe das mit 4 Mülltonnen und einem Go-Kart ausprobiert. Gut, damit sich Ted konzentrieren kann, um uns die Prognose wieder durchzugeben, wollen wir mal kurz ausschalten. Und deswegen rufe ich den Rudolf Künstler jetzt. Herr Künstler, wir möchten gerne mal den LKW zeigen. Sind Sie da mit Ihrer Mannschaft? Geht's euch gut? Alles geht's gut. Einer von euch ist doch gestern Vater geworden. Jawohl, mein Kollege nebenan. Wie heißt er? Leo. Hallo, Leo. Hallo, Herr Elsner. Schöne Grüße auch an Mami. Und ein Mädchen oder ein Junge? Ein Bube. Ja. Gut, also wir drücken die Daumen, dass der Bub dann später mal stolz sagen kann, Papa hat den LKW aufs Glas gestellt, ja? Gut, ihr seid in Form? Klappt es? Habt ihr ein gutes... Na, ich frage euch lieber nicht, ich komme gleich wieder. Ich muss mich erst noch mal mit meinem Teddybär da unterhalten, ja? Gut, also dann tschüss, bis nachher. So, also lieber Ted zu Hause, wenn Sie der Meinung sind, dass das funktioniert, dann tippen Sie bitte mit Ja. Wenn Sie der Meinung sind, es funktioniert nicht, dann rufen Sie die Nein-Nummer an und denken Sie dran, sagt keiner Danke. Und ich möchte das noch mal zeigen. Auf solche Gläser wird der LKW gestellt. 4 solche Gläser, die Garantie von uns selbstverständlich, Original-Biergläser und nicht irgendein Stahl, das durchsichtig ist. Ich könnte es jetzt hier runterfallen lassen, dann geht's kaputt. Ich glaube, man hört es. Aber ich möchte keine Scherben jetzt machen. Also auf 4 solche Gläser. Lieber Ted, bitte geben Sie uns Ihren Tipp. Mike, jetzt geht's drum. Appleboy haben wir, Würstchen haben wir. Was machst du denn, wenn du verlierst? Ja, also ich war jetzt in Quickborn wohne ich ja, das ist da bei Hamburg. Ja. Und da wollte ich ein Paket aufgeben am Postamt und es war wahnsinnig viel Hektik und wahnsinnig viel los und die haben alle gestöhnt, was sie zu tun haben. Also wenn ich verliere, fahre ich eine Schicht mit bei der Postpakete aus. Oh, das ist ganz nett. Das geht jetzt in Windeseile. Der Ted sagt, 66% unserer Zuschauer tippen ja, das funktioniert. 34 tippen nein. Bitte gebt mir jetzt auch euren Tipp. Nochmal es geht drum. Ja, ja, also, bitte, Heinz. Die Gläser nicht auf den LKW. Nein, das nein, den LKW auf die Gläser. Den LKW auf die Gläser. Ich wollte es nur genau wissen, weil alles dann, klar. Alles klar. So, jetzt kann ich nur noch sagen, wir schalten raus. Ich rufe Rudolf Künzeler. Jawohl. Und sein Wetten, das Team, und sage, top, die Wette gilt. Gut. Also unter jedes Rad wird so ein Bierglas gestellt. Die Kollegen von Herrn Künzeler legen sich dann unter den Wagen und jeder bedient dann einen Wagenheber. Und jetzt sollten wir ganz ruhig sein, um seine Kommandos zu hören. Sind Sie bereit? Mike, das klappt nie. Really? Der Wagen hat 8 Tonnen. Gut, sind Sie vorne bereit? Leo, auf. Leo, bereit? Ja. Leo, ab. René, ab. Ab, 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 ab. René, stopp. Leo, ab. Ab, ab. Stopp. René, ab. René, stopp. Vorne, halt. Dani, ab. Dani, stopp. Emil, ab. Emil, stopp. Dani, ab. Ab. Stopp. Emil, ab. Langsam aber. Stopp. Dani, ab. Oh. Ab. Stopp. Emil, ab. Oh. Ab. Ab. Stopp. Dani, ab. Ab. Stopp. Emil, ab. Stopp. Hinten, stopp. Leo, ab. René, ab. Leo, ab. René, stopp. Leo, ab. Ab. Leo, stopp. René, ab. Leo, ab. René, stopp.
vorne beide miteinander langsam öffnen. Nein, ab. Ab. Leo, ab. Ab. Das ist ja schwer, Arbeit. Ab. Leo, ab, komm. Leo, komm. Gut. Boah. Gut, Emil ab, Dani ab, könnt ihr leicht runterschauen, beide, beide runter, 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 gut hinten, könnt ihr probieren zu entlasten. Also er arbeitet aber wirklich wie ein Schweizer Uhrmacher. Was mit einer Präzision? Aber. Gut. Na. Leo Röni, aber. Ab, ab. Ab, ab. Gut, könnt probieren zum Entlasten. Hinten auch. Probiert zu lösen. Jetzt kommt der große Moment. Bist du, Leo? Gut, dann ab. Gut, René. Kopf, komm führen. Vorsicht. Vorsicht. Achtung. Jetzt werden alle Sperren gelöst. Da draußen wird gejubelt. Der LKW steht, liebe Zuschauer, auf vier Biergläsern. Heinz, das ist ja schlimmer als im Krimi, was? Ja, aber ganz bestimmt. Das wäre schön für Promillesünder, wenn die das mit ihrem PKW immer machen müssten. So ab, auf vier Gläser. Mike, also das ist für mich die tollste Geschichte, die ich bisher bei Wetten, dass gesehen habe. Du hast da eine tolle Sache dir ausgesucht mit diesen Gläsern. Es soll in Amerika einen Artisten geben, der sowas mit einem Elefanten macht, aber unser LKW ist wesentlich schwerer. Und meine Damen und Herren, heißen Sie ihn herzlich willkommen. Hier kommt der Herr Künstler aus der Schweiz. So, Herr Künstler, wir stellen uns mal hinter den Mike, damit er auch noch ein bisschen was von Ihnen hat. Gratuliere den Mike. Donnerwetter, das war also wirklich eine ganz starke Leistung. Sie müssen jetzt völlig mit Nerven runter sein. Ciao. Haben Sie es schon oft gemacht? Das ist das zweite Mal. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Im Staumbeit. Ganz ruhig bleiben. Ich bin... Ganz ruhig bleiben. Setzen Sie sich mal hier hin, Herr Künstler. Komm, setzen Sie sich mal auf meinen Stuhl hier. So, ausschnaufen. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das war in der Staumbeit. Ja. Also in eurer Kneipe oder in eurem Beisel, wie man in Österreich sagt. Und ihr habt dort einen Stammtisch? Jawohl. Schauen die jetzt alle zu? Jawohl, ich hoffe. Wo ist das? Holle, ja? Das ist der Gruß an den Stammtisch. Wie ist der Gruß? Machen Sie noch mal. Holle. Holle. Komm, den machen wir alle, dann freuen sich alle. Holle, 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 viele herzliche Grüße. Holle. Herr Künstler, vielen herzlichen Dank. Wir haben für Sie eine kleine Überraschung. Es wird sich... Also, es ist ja meine Wette. Ja, klar. Ich hätte also nie, gestern Abend haben wir noch drüber gesprochen. Ihr könnt heute Abend, ich war gestern Abend die um 1 Uhr irgendwo getroffen in der Kneipe. Und da hatten die auch ein bisschen Bier getrunken. Ihr könnt heute so viel Bier trinken, wie ihr wollt, alles auf meine Rechnung. Das ist sowas von Tier. Das finde ich nett, Mann. Und jetzt, Herr Künstler, bleiben Sie ruhig sitzen noch ein bisschen. Ich würde vorschlagen, Sie bleiben da jetzt sitzen. Gleich kommt ein großer Star und wird bei uns singen. Ich zeige hinter Mikes Rücken das neue Verkehrsschild, was wir extra für Wetten, dass erfunden haben. Ein Verkehrsschild, das wir eurem Stammtisch widmen und das euch Glück bringen soll
In Zukunft werden LKWs auf Biergläsern so durch den Verkehr gelotst. Bitte schön. Nehmen Sie es mit, behalten Sie es als Andenken. So, dann müssen wir jetzt wirklich Tempo machen. Der Punktestand, wie sieht's aus? Der Mike hat aufgeholt. 48, 48, 34, 44, 44. Ihr liegt alle ganz dicht beieinander. Und es ist durchaus möglich, dass ihr alle noch Wettkönig werdet. Jetzt muss ich mal schnell noch mal rausschalten, Herr Künstler. Wie kriegt ihr diesen LKW wieder runter? Der Dani. Von den Gläsern. Wir zeigen das hier hinten mal. Zeig uns das mal. Da kriegt jetzt also einer rein. Dani, der ist kaputt machen. Mach mal kaputt. Aha, also, damit sei auch bewiesen, dass es echte Gläser waren. Herr Künstler, ganz starke Geschichte, wir bedanken uns bei Ihnen. Hier ist Ihr Verkehrsschild, bleiben Sie ruhig sitzen, fühlen Sie sich wohl. So, okay. Jetzt muss ich mal hier wieder auftauchen. Und jetzt haben wir einen Gast aus Amerika. Er wird übrigens im kommenden Jahr, nicht nur bei uns heute jetzt in dieser Fernsehsendung, sondern im kommenden Jahr seinen Freunden auch in Europa in großen Gastspielen zu sehen sein. Er hat einen riesengroßen Erfolg in Amerika, kommt gerade von einer tollen kanadischen Tournee, hat viele Songs gesungen in den Hitparaden. Sie erinnern sich an sein Mandy, an sein stimmungsvolles Copacabana. Das haben wir uns für heute Abend gewünscht. Und selbstverständlich auch seine neue Single ist dabei. Zum ersten Mal bei uns hier heißen Sie ihn herzlich willkommen in Europa, Barry Manilow. Her name was Lola, she was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down to there. She would merengue and do the cha-cha, and while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more at the Copa? Copacabana, the hottest spot north of Havana. At the Copa, Copacabana, music and passion were always the fashion at the Copa. They fell in love. His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa, Copacabana, the hottest spot north of Havana. At the Copa, Copacabana, music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Used to have a show, now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined and drinks herself half blind. She lost her youth, she lost her Tony, now she's lost her mind. At the Copa, Copacabana, the hottest spot north of at the Copa. Don't fall in love. Don't fall in love. Don't fall. Don't fall in love. Olé!
wake it up. I wish you never say. Wake it up. Oh, don't do more, oh, baby. That little chip of diamond on your hand ain't a fortune, baby, but you know it stands for the love. I'm not too tired, but you love. So, wir kommen zur vierten Wette. Carolinchen. Hast du das gesehen, Frank? Nee, was? Sie hatte auch so einen V-Pullover an wie ich, der Barry. Was bedeutet das? Ja, so ganz rund geschlossene kriegen wir beide nicht über unsere Nasen drüber. Zeig sie, dann jetzt zur Strafe von der Seite. Komm. So. Ganz also. Groß an. Also, Carolinchen, welche Wette? Also, ich wette. Ja. Dass Kasim Kelech. Ja. 100, also 100. Ja, 100. Dachziegel. Dachziegel, ich habe mir einen hierher gelegt, damit ich das zeigen kann. 100. 100 solche. 100 solche Dachziegel, ja. Ja. Mit Füßen und mit Händen zerschlagen kann. Peng. Das ist noch keine Kunst. Ja. Und zwar schneller als, als ein deutscher Karate-Meister. Also, ich wiederhole noch mal ganz schnell, liebe Zuschauer auch zu Hause, lieber Ted. Ein Herausforderer im Karate wettet, dass er 100 solche Dachziegel mit Händen und Füßen schneller zertrümmert als ein deutscher Meister im Karate. Und wir haben einen deutschen Meister, den deutschen Meister im Vollkontakt-Karate eingeladen. Mal sehen, wer schafft es, der Herausforderer oder unser deutscher Meister. Ted, bitte geben Sie uns jetzt Ihren Tipp. Jetzt bitte. Und Carolinchen, was machst du denn, wenn du verlierst? Heute haben sie zwar fast alle gewonnen, keiner muss was machen, aber was machst du denn? Was ich mache? Ja. Sie hat es mir vorhin in die Ohren geflüstert. Ich war früher mal Zollanmelder, also Zolldeklarant an der Grenze, weil wir in Kreuzlingen, Konstanz wohnen. Und die Caroline wird also, was machst du? Ich werde eine Stunde am Zoll stehen, als Zolldeamtin. Du? Ja. Aha. Dann bin ich aber gespannt. Und dann sage ich allen Autosaren schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Das ist aber lieb, Caroline. Das ist eine ganz zauberhafte Idee. So. Ich möchte nur, bevor Ted kommt und bevor wir tippen, Folgendes sagen. Wir wollen uns jetzt den deutschen Meister mal anschauen. Ich möchte ihn gerne einladen, zu uns zu kommen mit den Schiedsrichtern. Er ist begleitet mit einem Team, das ihm beim Aufbauen helfen wird. Ich begrüße ganz herzlich Christian Damm. Christian, hallo. Hallo. Sie sind deutscher Meister im Karate? Jawohl. Im Vollkontakt-Karate, was heißt das? Vollkontakt.
geht zum, bis um K.O. halt. Also ihr schlagt euch auch K.O. Das ist ja ein bisschen härter. Ich müsste Angst haben, wenn ich Ihnen nachts irgendwo begegne, nehme ich an. Nee, freuen Sie nicht. Nee. Zeigen Sie mir mal Ihre Hand, denn ich bin jetzt darum gebeten worden, auf etwas hinzuweisen. Ein guter Karatekämpfer bandagiert sich natürlich nicht die Hand, nicht? Aber wir haben unsere Kontrahenten heute Abend gebeten, sich die Hand zu bandagieren, denn solche Ziegel können splittern und ich möchte also ungern, dass hier so ein paar Tropfen Blut rumspritzen. Das ist nicht gerade sehr angenehm am Samstagabend in einer Fernsehshow. Deswegen haben wir unsere Gäste gebeten, sich bandagiert dieser Wette zu stellen. Also liebe Karate-Kollegen, hier sind nicht etwa nur halbe Karate-Kämpfer, sondern ganz richtige, sogar im schwarzen Gürtel. Ich glaube, es ist die höchste Auszeichnung, die Sie haben. Ihre Schiedsrichter haben Sie auch mitgebracht, den Herrn Steinmetz und den Herrn Grün. Wo sind die Schiedsrichter? Applaus und Auftritt für unsere Schiedsrichter. Kurze Frage an Sie. Wir werden jetzt eine Richtzeit sehen, im Ziegel zerhauen und dann gibt es Strafsekunden. Wie wollen Sie das regeln? Ja, der Christian setzt die Zeit vor, meinetwegen eine Minute, die Durchlaufzeit. Ja. Und für jede nicht zerschlagene Ziegel wird eine Sekunde Also nehmen wir mal an, er hat 50 Sekunden, 10 Ziegel sind nicht durch, dann gibt es 10 Strafsekunden. Richtig, Das ist die Richtzeit und die muss dann unser Herausforderer unterbinden. Richtig. Wir haben uns einen Fernsehapparat hier vorne hinstellen lassen, da können Sie auch die Zeit dann gleich abnehmen. Und ich komme dann zu Ihnen, frage nach der Richtzeit und dann gibt uns auch Ted seinen Tipp ab. Jetzt kann ich nur sagen, lieber Herr Damm, für Sie, Achtung, Ziegel, fertig, los! Das waren 32 Sekunden und wie viele Strafsekunden müssen wir jetzt abziehen? Ja, nee, keine Strafsekunden. Sind sie alle kaputt? Sind alle kaputt? Gucken Sie mal nach, da liegen zwei. Sie waren alle einwandfrei durch. Man kann eine Sekunde abziehen, weil er hier weggegangen ist. Ja? Ja. Würde ich sagen, eine Strafsekunde für alles klar. Weil er zu gehen hat. Schiedsrichterentscheidung, eine Strafsekunde. 32 Sekunden sind angegeben, das heißt, die Richtzeit ist 33 Sekunden, wenn Sie sich das bitte merken. Ja. Ich muss mir hier so viel merken. Okay. Christian, starke Geschichte. Jetzt lernen Sie aber gleich Ihren Herausforderer kennen. Mal sehen, ob der es noch schneller macht als Sie. Vielleicht wollen Sie sich einen Moment mal da hinsetzen und ausholen. Und ich möchte jetzt an den Ted appellieren. Lieber Ted, glauben Sie, dass unser Herausforderer das noch schneller kann? Er ist kein deutscher Meister, sage ich auch fairerweise dazu. Dann geben Sie uns bitte jetzt Ihren Tipp. Und dann habe ich noch so eine ganz kleine Bitte hier in Hagen. Wir haben Angela, noch nicht genügend Bärte. Also falls noch einer jetzt gerade sich später eingeschaltet hat und so einen langen Bart hat, kommen Sie zu uns, nicht? Bei uns können alle heute mit einem langen Bart kommen. So, wie ist denn das mit dem Wetteinsatz? Das haben wir geklärt. Wetteinsatz, die Caroline geht dann zum Zoll und macht dann schöne Zollkontrollen. Und an der Stelle darf ich vielleicht mal mich ganz herzlich hier bei Meister Klibi bedanken. Der Papi von der Caroline, ich komme gleich auf den Ted zu sprechen, er ist nämlich beim Zoll, ist doch richtig. Nicht mehr. Aber Sie waren? Nicht beim Zoll, sondern bei den Schweizer Bundesbahnen als Zolldeklarant. Ah ja, deswegen also auch diese nette Verbindung zum Zoll. Hier kommt jetzt die Quote, 71% unserer Zuschauer sind der Meinung, ja, das wird geschafft, unser Herausforderer ist schneller. Gebt ihr mir bitte jetzt auch euren Tipp, ja oder nein? Wägt schön ab, denn es geht drum, Sieger zu werden. Wir kommen dann nur noch zu unserer Saalwette. Und ich bitte ihn jetzt herein, unseren Herausforderer, Kasim Kelesch. Kasim, ich grüße Sie. Der Kasim, ob der heute gewinnt oder verliert, ist ihm völlig egal. Er ist Papa geworden heute. Gell? Herzlichen Glückwunsch.
So, Kasim, Sie sind kein deutscher Meister, Sie Nein, sind Türke. Ich bin ein Türke. Ja, Türke. Haben Sie mal eine türkische Meisterschaft gewonnen? Ja, ich habe in der Türkei gerungen. Sie waren ein Ringer? Ja. Und haben Sie das im Wettkampf schon mal hier gemacht gegen einen anderen mit den Ziegeln? Nein, ich habe vor 3 Jahren gemacht als inoffiziell Weltrekord. Aha. Sie haben eine tolle Zeit vorgelegt bekommen, nämlich 33 Sekunden. Mhm. Und diese 33 Sekunden müssen Sie schlagen. Sie müssen auf jeden Fall schneller sein, sonst haben Sie verloren. Ja. Ja? Okay. Dann gehe ich jetzt auch auf die Seite und sage nur, Achtung, top, die Wette gilt. Ich bin gerade eben bei unserem Schiedsrichter vorbeigegangen und habe erfahren, Sie waren unter 30 Sekunden, keine Strafsekunden. Klarer Sieger. Gratuliere Ihnen, Danke. Vielleicht können wir jetzt einmal den Händedruck der beiden Schwarzgürtelträger zeigen hier. Und dann haben wir eine kleine Überraschung für euch. Für jeden ein Lebkuchenhaus mit Ziegeln, die ihr bestimmt nicht kaputt macht. Ja. Vielleicht freuen sich die Kinder darüber zu Hause. Vielen herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Etwas Zartes für die harten Männer. Auf Wiedersehen und Danke. Glückwunsch, Kasim. Danke. Dankeschön. Den Schiedsrichtern auch. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. So, die Christiane liegt in Führung. Mit 77 Punkten, deswegen brennt vor ihr das Lichtlein. Ja. Ich möchte übrigens an der Stelle, wo ich gerade diese Häuschen verteilt habe, hier als kleines Andenken an unsere Karatekämpfer mit diesem Karate-Spektakel hier im positiven Sinne, möchte ich an all diejenigen zu Hause denken, die auch in ihrem Häuschen sitzen oder in einer Mietwohnung oder unterm Dach. Und falls Sie uns eine tolle Wette schicken möchten, schicken Sie sie ans ZDF oder an das österreichische Fernsehen, wenn Sie in Österreich wohnen, oder an das Schweizer Fernsehen. Sie haben die Wetten heute gesehen. Heinz, wie gefallen Sie Ihnen die Wetten? Fantastisch. Ich habe gerade gedacht, Sie wollten, manchmal sind wir bei du, manchmal bei Sie. Ich habe gerade gedacht, Frank, Sie wollten sagen, wenn Sie Ihr Dach abgedeckt haben wollen, wir schicken Ihnen die vorbei für einen mittleren Dachschaden. Das wäre eine tolle Entrümpelung. Ja. Ich habe es mal versucht, selbst mal im Blauen Bock haben wir mal sowas gemacht. Ja. Ich habe auf einen Ziegel, also tatsächlich, und dann habe ich es aufgegeben, weil ich vorher nicht wusste, dass es so weh tut. Nein, ich mache es nicht mehr. Ich helfe Ihnen. Wenn er aus Lebkuchen ist, gerne. Vertrauen Sie mir. Hauen Sie ihn durch. Er weiß es nicht, was passiert. Hauen Sie. Moment, ich muss erst gucken, ob es der richtige ist. Hauen Sie ihn durch. Darf ich mich von meiner Hand verabschieden? Ja. Achtung. So, guten Appetit. Hier, Mike. Ich habe euer Lebkuchen. Heinz. Meine Frau am Bildschirm ist die ohnmächtig geworden. Die hat gedacht, er kommt heim. Wollen Sie schnell mal raus anrufen? Ach so, nee, wenn sie ohnmächtig ist, meldet sich nicht. So, Carolinchen. Mit denen möchte ich nicht verheiratet sein. Hast du Angst vor denen? Ja. Oh. Der schlägt so stark. Bist du auch verheiratet, Frank? Ja. Ah ja. Ja. Schon lange? Zwölf Jahre. 12 Jahre? Ja. Und wie lange musst du noch? Nein. Carolinchen, du bist ziemlich böse. Nein. Nein? 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 Sag mal, jetzt. Willst du noch Wettkönigin werden heute Abend? Vielleicht, Schatz. Da musst du aufpassen, du liegst nämlich sehr gut. Du hast 73 Punkte. Heinz Schenk hat 48, 77 die Christiane Krüger, 34 der Mai Krüger, 73 Caroline, 44 unser Saalkandidat. Und jetzt kann ich nur noch sagen, liebe Freunde vom Sportstudio,
Ich will versuchen, so einigermaßen pünktlich noch fertig zu werden. Es könnte funktionieren, wenn ich 3, 4, 5 Minuten, ein bisschen länger. Der Harry Valerian macht heute Abend wieder so ein super Sportstudio. Gib mir 5 Minuten, bitte, bitte, lieber Harry. Und du wirst von uns allen gegrüßt. Christiane, können Sie dem Harry mal ein Küsschen schicken? Ja, wo ist er denn? So ein ganz, ist er? Da im Fernsehen, da in dem schwarzen Löchlein. Da guckt er uns jetzt. So. Ich gebe dir sogar noch 2 Minuten vom nächsten blauen Bock. Weil du das ist vielen Dank. So, Angela. Fühlen Sie sich immer noch wohl? Ja. Haben Sie nicht einen Schreck gekriegt eben mit den Ziegeln? Nein. Oh, ich habe gedacht, wenn da die Splitter hier rumfahren. Wir wollten schon den Heinche hier einladen, dass der uns das alles abräumt hier, weil der Polterabend hatte. Haben Sie keine Angst vor sowas, vor so harten Männern? Hat ja genügend Abstand. Ja. Machen Sie auch Sport? Ja. Was? Reiten. Sind Sie gut im Reiten? Das will ich hoffen. Ja. Jetzt formulieren Sie noch mal Ihre Wette. Ich habe sie hier liegen. Wir können das dann nachher nachprüfen. Ich wette mit Ihnen, dass es Ihnen nicht gelingt, 30 Weihnachtsmänner auf die Bühne zu bekommen, die einen Bart von mindestens 15 cm Länge haben, vom Kinn ausgemessen. So, lieber Ted zu Hause, geben Sie uns bitte jetzt Ihren Tipp, ob wir es geschafft haben, hier diese Weihnachtsmänner mit dem langen Bart zu organisieren. Geben Sie uns jetzt bitte Ihren Tipp. Und Angela, was machen Sie denn, wenn wir jetzt tatsächlich 30 Langbärtige hier bekommen? Wir haben extra einen Notar gebeten, dass er sich zur Verfügung hält, wenn in unserer Sendung irgendwas nachgemessen werden muss. Da wird nachgemessen. Ja? Wenn ich die Wette also verliere, versuche ich Ihnen das Reiten beizubringen. Mir? Ja. Angela, das wird furchtbar für Sie. Also ich mache nun wirklich. Stunden verspreche ich Ihnen, lasse ich Sie. Ich mache wirklich viel Sport, ja. Aber zum Reiten, ich bin da, glaube ich, nicht für gebaut. Könnt ihr reiten gut? Ich Heinz? Angst vor Pferden. Ja? Auf Karussellpferden, das habe ich so nicht. Ja, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich die Wette überhaupt annehmen kann. Wenn Sie verlieren, muss ich zu Ihnen zum Reiten kommen. Ja, Sie haben das Glück, dass ich Ihnen das Reiten beibringe. Und Sie können das gut? Das will ich hoffen. Eine Reitstunde oder wie viel? Ja, wie Sie möchten. Die dauert wie lange? Eine Stunde. Eine Stunde. Gut, da waren Sie vorhin von 10 Stunden sprachen. Ich dachte schon, ich muss da 10 Stunden oben sitzen. Das fällt ja kein Pferd aus. Hier kommt das kein Pferd aus, sagt er ein. So, 63% unserer Zuschauer sind der Meinung, ja, das funktioniert. Und 37% unserer Zuschauer sagen, nein, bitte gebt mir jetzt euren Tipp. Ich möchte noch was fragen. Sind das kostümierte, müssen Sie kostümiert sein? Nein, nein. Oder können es normale Weihnachtsmänner sein? Also so wie im täglichen Leben. Es gibt ja viele, wo man sagt, das ist ein Weihnachtsmann. Das also, ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Angela geht es um die echten Bärte und Sie müssen als Weihnachtsmann erkenntlich sein. Das genügt der Bart. Nein, nein, irgendwas Weihnachtsmann. Ja. Weihnachtliches müssen Sie schon sagen. Wenn der Bart genügt hätte, hätte ich Ihnen sonst einen Witz von mir erzählt. Aber ich meine, das ist, der hätte ihn gehabt. Nein, es aber muss schon ganz Weihnachtsmann also, sein. Er muss eine Rute oder irgendetwas, was zu Weihnachten gehört. Gut. Also, Caroline, hast du Angst? Keine Angst? Nein? Gut. Achtung, tippen, bitte, jetzt tippen. Und dann werden wir sehen, ob Christiane Krüger Wettkönigin wird heute. Sie liegt jetzt in Führung. Ja, jetzt geht's darum, ob da unser Aufruf geholfen hat. Also ich sehe da sehr black, muss ich sagen. 30 Weihnachtsmänner hier in Hagen und alle einen 15 cm langen Bart. Angela, Sie hätten uns das wirklich leichter machen müssen, habe ich so das Gefühl. Nun gut, dann kann ich nur sagen hier, ich verlasse mich auf die Hagener oder ich bin verlassen. Wir werden es sehen, Angela. Top, die Wette gilt. Oh, fröhliche Weihnachten. Aha. Liebe Weihnachtsmänner. Ich grüße Sie. Hallo. 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 Ihr seid aber nette Weihnachtsmänner, muss ich sagen. Ihr seid zwar bloß 4, ihr kommt aus Hagen. Habt ihr die Sendung gesehen? Ja. Wo waren Sie gerade? Bei der Arbeit noch in die Zeit. Also waren noch unterwegs und haben den Kindern noch was gebracht und gearbeitet. Ja, denn jetzt gucken ja noch Kinder zu, nicht der... Na, das können wir nicht sagen, sonst sagen die, heute wäre Weihnachten. Das können wir nicht machen. Sind Sie... Was machen Sie vom Beruf? Ich bin Schlossermeister. Und wo haben Sie das gesehen? Zu Hause. Und haben gesagt, jetzt rein in die Klamotten und rüber in die Halle. Ich hätte auch den Tatbestand der zweiten Wette erfüllt. Ich habe am 24.12. Geburtstag. Hätten Sie auch gewonnen? Ja, hätte ich auch. Donnerwetter, Donnerwetter. Das ist natürlich toll. Sie sind ein ganz besonders netter Weihnachtsmann oder sind Sie der Ruprecht? Der Ruprecht vermutlich. Was machen Sie beruflich? Zurzeit arbeitslos. Dann wollen wir mal unseren Weihnachtsmann hier zeigen. Was haben Sie für einen Beruf? Was haben Sie Maschinenbautechniker. Für Ausbildung. Maschinenbautechniker. Und wie lange sind Sie schon arbeitslos? Seit 2 Monaten. Liebe Weihnachtsmänner und alle hier im Saal, jetzt drücken wir die Daumen. Wie heißen Sie?
Erwin. Und mit Nachnamen? Rübhagen. Der Erwin Rübhagen. Liebe Zuschauer in und um Hagen, hier sind bestimmt noch ein paar Arbeitsplätze frei, oder? Vielleicht kriegen wir unseren Weihnachtsmann unter. Der Mann hat Humor, das hat er heute Abend bewiesen. Er ist schnell und tatkräftig, das hat er auch bewiesen. Also wenn ich hier einen Job hätte, ich hätte Sie eingestellt. Und vielleicht schaffen wir es. Alle Weihnachtsmänner drücken die Daumen. Ja, danke, dass Sie mitgemacht haben und toi, toi, toi. Okay. Und noch ein Weihnachtsmann. Wo kommen Sie her? Aus Wetter an der Ruhr. Aus Wetter an der Ruhr. Und was machen Sie beruflich? Student. Gut, jetzt muss ich euch sagen, liebe Freunde, wir haben ganz klar die Wette hier verloren. Angela, kommen Sie her. Sie werden jetzt von Ihren vier Weihnachtsmännern in die Mitte genommen. Sie haben uns eine so schwere Aufgabe gestellt, dass wir sie nicht erfüllen konnten. Und Angela, das ist uns fast noch nie gelungen. Aber dann erfüllen Sie mir bitte einen Gefallen, stellen Sie sich in die Mitte. Wir haben jetzt Weihnachtsmann mit Dame, ein Erinnerungsfoto für Sie. Und danke für die reizende Idee. Bleibt bei mir, weihnachtlicher kann eine Schlussdekoration gar nicht aussehen. Denn wir kommen zu unserem Wettkönig. Wer ist es denn? Das gibt's doch nicht. Da kann ich ja gleich stehen bleiben. Angela, Sie sind die Wettkönigin. Einen riesengroßen Applaus für Sie. Da freue ich mich aber. Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine tolle Geschichte. Kommt alle zum Gratulieren. Und dann darf ich sagen, nicht nur unsere Angela bekommt jetzt Preise, sondern auch alle anderen Mitspieler. Wir werden wieder Schlüssel verteilen. Unser Herr Notar verteilt die Schlüssel, denn wir haben einen Tresor. Und einige haben vielleicht damit gerechnet, dass wir diesen Tresor heute aufbauen. Wir können ihn erst im Februar in der nächsten Sendung aufbauen, denn die heutigen Kandidaten müssen ja auch noch daran teilnehmen. Im Februar sind etwa 24.000 Mark drin, 3 Schlüssel passen nur und 3 können sich dann dieses Geld teilen. Und wir haben für Sie natürlich auch einen Preis, Angela. Erstmal bekommen Sie 1.070 Mark. Und die können Sie jetzt verdoppeln beim Glückstreffer, zu dem ich Sie hier mal bringen möchte. Der ist noch nicht ganz angeschlossen, doch er funktioniert. Haben Sie das schon mal gesehen, Angela? Nein. Nein. Also, Sie kriegen jetzt ein Ziel gezeigt. Hier drücken Sie nach rechts, links, rauf oder runter. Und wenn Sie aufs Knöpfchen drücken, dann müssen Sie versuchen, dieses Säckchen da abzuschießen. Mhm. Am besten, wenn dieses runde Zielfernrohr da genau in der Mitte drauf ist. Ja? Achtung, bitte zielen Sie jetzt. Und lassen sich Zeit, Angela. Hoch, 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 höher, ruhig ein bisschen schneller. Und nach rechts, wenn Sie wollen. Nicht zu schnell drücken. Noch, Sie haben noch Zeit, Sie haben noch 16 Sekunden. Ah, jetzt sind Sie nah dran. Ein bisschen weiter nach rechts. Oh, leider nicht. Sie haben zu schnell geschossen, Angela. Sie haben zu schnell geschossen. Aber sie bekommt über 1.000 Mark. Und von uns noch ein schönes Weihnachtsgeschenk dazu. Oh, da ist ja mein Pullover. Verehrte gnädige Frau, und Sie meinen, das Ding passt mir wirklich? Ja, das ist noch mal. Das finde ich ja fantastisch. Wer hilft mir denn, das jetzt ganz schnell anzuziehen? Da muss ich mein Mikrofon hier abbauen. Und dann haben wir uns gedacht, Angela, können Sie mir mal einen Gefallen machen als Wettkönigin hier, dieses Spinnrad unseren Kameraleuten zeigen? Das ist nämlich das Geschenk, wenn der Pullover passt, ja? Achtung, jetzt geht das Mikrofon nicht auf. Reißt es doch einfach runter. Irgendwie werden wir das schon schaffen. Und den Pulli. So, da bin ich. Jetzt kommt der größte Weihnachtsmann hier. Achtung. So, die Fäustchen machen. Frau van Arx. Jetzt bin ich ja gespannt. Sitzt, passt, hat Luft. Huh. Jetzt machen wir wirklich Gruppenbild mit Dame, liebe Freunde. Hier kommt der allergrößte Weihnachtsmann. Frau van Arx. Das war also Angela. Das ist das Geschenk für Sie. Angela, Sie haben mir so viel Spaß gemacht und Sie waren so eine reizende Kandidatin. Ich kann jetzt Ihr Geld nicht verdoppeln, aber wenn Sie Lust haben, dann lade ich Sie mal ein Wochenende zu uns nach Hause ein. Das ist immerhin Luxemburg, das ist immerhin ein bisschen eine Reise ins Ausland. Und dann haben Sie ja noch einen kleinen Gewinn dazu. Okay, einverstanden. Und Frau van Arx, das haben Sie toll gemacht. Kann ich den jetzt auch waschen? Ich habe ein bisschen kurze Arme, stelle ich fest, aber ich sehe nicht aus wie ein Orang-Utan. Wunderbar. Wunderbar. Wie ein Mann. Also, tolle Geschichte. Das haben Sie wirklich schnell gemacht. Vielen herzlichen Dank. Ja, dann möchte ich mich am Ende dieser Sendung, liebes Publikum, bei Ihnen zu Hause alle ganz herzlich bedanken. Das war die 7. Sendung, Wetten, dass?
Wir hatten so zwischendurch mal eine kleine Krise. Da haben wir gedacht, na, kriegen wir überhaupt so viele hin? Ich freue mich, wir dürfen im nächsten Jahr wieder 6 Wetten, das Sendung machen. Die nächste wird im Februar sein. Und ich habe noch eine Schlusswette. Ich möchte auch was probieren, nämlich an Silvester. Was alle an Silvester probieren, die haben ja alle Vorsätze. Ich will aufhören zu rauchen und bis zur nächsten Sendung nicht mehr rauchen. Wenn mir das gelingt, dann wäre das mein größter Sieg. Ich gratuliere euch allen. Danke fürs Mitmachen. Udo Jürgens, René Collor, Barry Manilow, meine Weihnachtsmänner und alle Gäste, die zu mir gekommen sind. Christiane Krieger, Heinz Schenk und Bibi und Caroline. Und lieber Heinz, jetzt bitte ich den Heinz von Herzen, ja, ab die Post, jetzt gibt's Appleboy. Jawohl, auf geht's zum Appleboy. Appleboy, wiedersehen. Er macht jetzt den.